Berlin. Von den 3,7 Millionen Einwohnern sind 8,9% arbeitslos und auf staatliche Unterstützung angewiesen. Stell dich hin und bleib stehen. Einer von ihnen ist Archie. Mein Name ist Archie. Momentan lebe ich mit meiner Familie von Hartz IV. Dazu gehören Ehefrau Angelina und die vier Kinder. Milan, Gabriel, Alia und Baby Adrian. Monatlich bleiben uns zum Leben ca. 1620 Euro. Wir leben zurzeit von Hartz IV, weil ich die Zeit brauche, um meine Rap-Karriere voranzubringen, um meine Familie finanziell abzusichern. Ich möchte für andere nicht mehr arbeiten gehen, weil ich mein Leben selbst in die Hand nehmen möchte. 13 Uhr, werktags im Märkischen Viertel. Papa Archie ist gerade aufgestanden. Okay, Mausi, wir gehen dann los, ja? Ja. Bis später. Mhm. Jungs, lieb sein, ja? Lieb sein, ja? Okay. Wir bekommen ungefähr seit 10 Jahren Hartz IV, also abwechselnd. Also er war die meiste Zeit arbeiten, Teilzeit, und ich als Mama zu Hause. Das ist Fort Knox. Aber hier im Ghetto brauchst du seine Tür. Dann, guck mal, hier gehen Striemen auch nach oben komplett. Hier kommt keiner rein. Die 8-jährige Alia ist schon aus der Schule zurück. Jetzt wird eingekauft. Dafür fühlt sich Archie verantwortlich. Seit 2 Jahren ist der 37-Jährige ohne Job. Davor hat er als Kellner gearbeitet. Für den Familienvater wenig attraktiv im Vergleich mit Hartz IV. Insgesamt sind es im Monat ungefähr 2.900 bis 3.000. Mit Umkosten und Miete geht davon fast die Hälfte weg. 1.500 haben wir praktisch monatlich für Lebenshaltungskosten. Und die geben wir fast hauptsächlich nur für Essen, Trinken, Windeln, was man halt so im Haushalt braucht. Ne? Ich habe da so eine App, das ist meine Lieblings-App. Da gehe ich rein und da habe ich meine ganzen Supermärkte und Einkaufsläden und blätter durch nach den ganzen Angeboten. Aber nicht nur, weil ich sparen möchte, sondern weil ich mir dadurch auch Appetit hole. So, jetzt habe ich aber Hunger, Mausi. Gehen wir rein, ne? Holen wir uns ein paar Leckereien und dann geht's ab ans Kochen, ja? Juti! Essen zubereiten ist Archies Leidenschaft. Dafür investiert er gerne einige Stunden des freien Tages. Ja, servus. Ja, hallihallo. Na, bist du Oma wach? Ja. Hey. So. Und geh mal hin. Das ist ein bisschen Chaos gerade hier. Gabriel, komm mal her bitte. Die Brombeeren mach mal bitte da auf den Tisch hinten. 4 Kinder in relativ kurzen Abständen. Alia ist 8, ja. Gabriel 4, Milan 3. Und das Nesthäkchen der Familie ist der 1-jährige Adrian. Mama Angie sieht sich nicht im Berufsleben. Ich arbeite ungefähr 5 Jahre jetzt nicht mehr. Also hier ist ja auch natürlich, ohne Kita ist auch sehr anstrengend. So ein bisschen alte Schule mäßig, ne? Ich gehe raus auf die Jagd, bringe das Essen nach Hause. Sie kümmert sich um die Kiddies. Archie brauche ich auch zu Hause, ne? Also ohne ihn wäre das noch viel schwieriger. Und manchmal brauchen die einen härteren Ton als Mamas. Momentchen, ich bin gleich da. Muss mal da kurz für Ruhe sorgen. Gabo, herkomm. Ab in die Ecke 5 Minuten. Los, da. Ja. Ja, manchmal muss das leider sein. Mit den Kindern ist Archie streng. Mit sich selbst eher weniger. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Jahren circa nicht mehr. Ich mache mir den Buckel nicht mehr krumm, nicht mehr für jemand anders, sondern nur für mich und für meine Familie. Und mit der verbringt er am liebsten den Tag zu Hause. Archie selbst ist schon mit 16 Jahren von zu Hause ausgezogen. Weißt du, Cousin, worum geht's eigentlich im Leben? Eigentlich nur um Familie, gute Leute um sich herum und gutes Essen. Mehr brauchen wir doch gar nicht. Viel Spaß. Ehrlich gesagt, hätte ich im Moment gar nicht die Möglichkeit, in Vollzeitarbeit zu gehen. Das liegt aber daran, dass die 3 kleinsten Kinder brauchen viel Aufmerksamkeit. Und das kann ich einfach meiner Frau nicht antun. Da braucht man viel Geduld und viel Kraft. Und da wäre sie, glaube ich, ein bisschen überfordert, wenn ich dann den halben Tag fehlen würde. Na dann. Na dann. Guten Appetit. Guten Appetit. Angie und Archie betreuen ihre 3 kleinen Kinder selbst. Mit der letzten Kita gab es Stress, deswegen sind jetzt alle zu Hause. Bei den gemeinsamen Aktivitäten setzt Archie vor allem auf den Spaßfaktor. Wollen wir ein bisschen Fortnite zocken zusammen? Ja. Zusammen oder alleine?
Sam. Sam, gibst du mir meinen Controller? Bist du so lieb? Ja. Das ist Archie-Archie-Controller. Ja, das ist nur Papa. Immer das ist nur immer meiner. Und das, das ist immer deiner. Und das ist immer Tag, ganze Tag deiner. Ganzen Tag? Ich spiel fast nie. Du spielst immer. Nein. Doch. Nein. Doch. Yeah. Danke. Wir haben keine festen Zeiten ausgemacht, das geht einfach nicht. Unser Leben ist in diesem Sinne halt ungeordnet, weil wir wissen nicht, was nächste Stunde immer passiert. Wer schreit, wer muss gewickelt werden, wer muss gebadet werden, wer will raus, wer will rein. Das ist dann immer schwer, eine Zeit dafür so etwas festzulegen, sondern es wird eher spontan entschieden. Dass der vierjährige Gabriel vor einem Videospiel sitzt, das erst ab 12 Jahren freigegeben ist, scheint Archie nicht zu interessieren. Auch der 3-jährige Milan bestimmt seinen Medienkonsum offensichtlich selbst. Gut für die Entwicklung der Kleinkinder ist das allerdings nicht. Der guckt sich seine Dinosaurier-Videos auf YouTube an, oder? Safe Saurier. Zeig mal, Mami. Darf ich kurz gucken? Kriegst du gleich wieder. Der guckt sich lustige Videos an. Manche Leute tauschen Zeit gegen Geld. Ne? Die gehen dann ihr Leben lang wirklich ein Drittel ihres Tages Minimum, wenn nicht sogar noch mehr, geben die auf für eine Summe, die Ende des Monats die bekommen zum Leben praktisch. Die verkaufen sich, die verkaufen ihre Seele meiner Meinung nach, die werfen ihr Leben weg. Die sind nichts anderes als eine Maschine, die jemand anderes bereichert. Berlin. Im Nordwesten der Stadt lebt Arthur, genannt Archie, mit seiner 6-köpfigen Familie. Arbeit hat der 37-Jährige nicht. Einen Plan fürs große Geld schon. Ich bin Classic, so wie Johnny Dicker Funktum. Herr der Ring um meine Stadt kreist einen Ring rum. Hermannstraße bis zum Gesundbrunnen. An jeder Ecke hörst du Obstdealer rumsummen. Nur mal immer zu Besuch, was seid ihr nicht zu Hause? Und klatsche dich, wenn du mich fragst, was ist eine Fassbrause? Wir sind überall willkommen als Berliner Dicker. Hier geht's nur bunt, aber wir machen aus den Kiddies Ticker. Ich arbeite darauf hinaus, mit der Musik auf jeden Fall erfolgreich zu werden. Und früher war das eine Traumvorstellung, eine Wunschvorstellung. Jetzt ist es, als würde ich mich auf einer Autobahn befinden. Ich weiß noch nicht, wie lange. Ich bin das Kind, was sagt, Papa, wann sind wir da? Ich weiß, wir werden ankommen, ich weiß noch nicht wann. So sicher bin ich mir hundertprozentig überzeugt. Hundertprozentig. Zahlreiche Texte sind schon aus Archies Feder geflossen. Leider brauchen die, um ein Rap zu werden, noch eine musikalische Begleitung. Und die kostet. Eingenommen hat der 37-Jährige mit seiner Leidenschaft aber noch keinen Cent. Ich habe gerade mit Apu geredet, der meinte, er ist schon im Laden und ist gerade nicht so voll. Okay. Ich würde dann schon mal hingehen und ich muss ein bisschen an einem Song noch arbeiten. Ich würde ihn mal ein bisschen performen, gucken, wie der rüberkommt. Ich kann jetzt nicht so laut sein, wenn ich schlafen gehe. Ja. Deswegen, ich würde für 1-2 Stunden rübergehen, ja? Ja, passt doch, super. Ist okay? Ja, ich mache eine Höhle jetzt fertig Beauty. Für die Jungs. Bleib noch nicht so lange, ja? Okay. Grüß dich. Bis später. Ja. Auf die Tschüss. Bude? Komm her. Zack, Faust, Herz, Legalos. Also ich bin voll auf deiner Seite mit der Musik. Ich glaube auf jeden Fall, dass er damit erfolgreich wird. Der hat sich sehr verbessert und gibt sich Mühe, schreibt die Texte selber. Ich denke, er muss dafür belohnt werden schon. Papa geht jetzt Musik machen. Wir sind ja jetzt 12 Jahre zusammen, aber er macht es schon länger. Und ja, man merkt die Fortschritte in den ganzen Jahren. Und mittlerweile ist er schon ziemlich gut, würde ich mal sagen. Bis dann. Ja, ciao. Wenn man die Bezüge und die Mietwohnung zusammenrechnet, zahlt das Amt knapp 3.000 Euro monatlich für die Großfamilie. Weit mehr, als Archie mit seinen früheren Gastrojobs jemals verdient hat. Ein schlechtes Gewissen hatte beim Nichtstun nicht. Ich arbeite ja trotzdem, ich verdiene nur nichts. Weil die Arbeit, die ich in meine Musik reinstecke, die ist mehr als wertvoll und hoffentlich zahlt die sich eines Tages aus. Der Traum von Ruhm und Reichtum, in Archies Welt zum Greifen nah. Der 5-fache Vater glaubt fest an sein Talent. Dass es damit allein nicht getan ist, ist dem Nachwuchsmusiker durchaus bewusst. Was das Wichtigste ist heutzutage, ist die Promo. Und die kostet halt auch richtig Geld. Man könnte sich natürlich auch mit einer großen Bluetooth-Box auf dem Alexanderplatz setzen. Habe ich sogar überlegt, noch gestern, ob ich das jetzt einfach durchziehe. Weil ich bin in der Hinsicht so von mir überzeugt, ich weiß ganz genau, da würden dann 40, 50 Leute innerhalb von einer halben Stunde einen Kreis um mich rummachen, wie ich dann mit Mikrofon durch die Box abgehe, durch die Beats. Und würden sich das anhören. Bringt mir das Geld am Anfang vielleicht nicht so viel, aber ich würde das tun. So ernst ist mir das. Die Idee hat Archie schon länger. Gemacht hat er es bis heute nicht.
Der 37-Jährige bleibt lieber erstmal in seiner Hut. Die Stammkneipe im Märkischen Viertel ist Testpublikum und verlängertes Wohnzimmer in einem. Jo, Apo. Geht's, Cousin? Alles klar? Geht's, Cousin? Na, muss, muss. Lange nicht gesehen. Ja, mal ein bisschen flexen, ein bisschen Musik machen. Alles okay? Ihn hört man sogar, wenn man auf der Straße läuft. Wirklich. Nacht, Mitternacht. Er ist auch Nachbarn von ich ihm. Ich höre auch manchmal um. Immer. Ich höre auch, der macht unter ihm auf. Er kommt manchmal 2 Uhr nachts und verbindet er sich mit Bluetooth, fängt an zu rappen. Die Leute wollen ihn gerne hören. Hast du Lust zu rappen? Ja, ein bisschen, ja. Rapper, Drogen, Frauen, dicke Autos, teure Klamotten. Gut, soweit bin ich noch nicht. Geld sehr gerne. Ja, Drogen, das ist eine sehr persönliche Frage. Ich sag mal so, von harten Drogen habe ich mittlerweile die Finger gelassen. Aber natürlich, wenn ich mal abends an einem Song sitze, dann rauche ich gerne auch mal ein oder trinke mal ein Bierchen oder rauche meine Zigaretten. Ich denke mal, das wird keinem wehtun. Let's do it, baby! In Deutschland heutzutage, um sorgenfrei leben zu können, mit einer Familie mit 4 Kindern, denke ich mal, brauchst du Minimum 4.000, 5.000 Euro netto. Also die meisten Rapper verdienen viel, viel mehr. Check it! Achi Achi Vibe kommt von Ecke, Dicker. Minimale Einnahmen für alle, dank mein Bruder Peter Wulitzer. Was das heißt, Dicker, Google mal. Aus Prinzip rede ich nie wieder Russisch, ja. Ein kleiner Witz am Rand, fick jeden Nazi, Dicker. A bis Z, außer mir, alles Plastiker, check it. Alle Plätze sind zu belegt. Ihr wollt drauf auf die Bühne, wenn der König hier schon steht. Hey, nimm mal deine Süße in den Arm und stay on your place. I'ma ever bring in bass, Achi Achi. Und schau dich an, Brat, an dir fehlt ne Montclair. Ich trage Pelz, komm in Club wie ein Eisbär. Ey, der war gut, oder Bruder? Rein. In seiner Lieblingskneipe sind ihm die Fans sicher. Aber würde Achi auch draußen bestehen? Ich sag ja mal, Achi Achi ist eine Marke, Dicker. Und der Rest A bis Z, alles Plastiker. Es gibt keinen wie mich. Fakt ist, um den Rap zur Musik zu machen, braucht es Untermalung. Und die kostet in einem professionellen Studio zwischen 100 und 500 Euro pro Beat. Hello. Was geht ab? Na? Ich mach mir die ganze Zeit Gedanken, wie ich das finanziell halt stemmen soll. Mit dem Studio. Wichtigste wäre auf jeden Fall momentan, jemanden zu finden, der gute Beats produziert und zu einem humanen, tragbaren Preis für mich. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Weil das ist, was mich am meisten kostet. Solange Archie Pläne schmiedet, kann er zumindest auf eines sicher bauen. Sein Künstlerkühlschrank wird auch so gefüllt. Von Vater Staat.